den chinesischen Glasnudeln zu den Glasfasern. Was für ein kulinarisch-kommunikativen Übergang. Die Woche geht es in der Sendung ja um die Innovation Glasfasernetz, wo nach die herkömmliche Datenübermittlung mit Kupferkabel ersetzen soll. Immer mehr Gemeinden rüsten jetzt auch um. Im heutigen 60 Minuten vernetzt geht es unter anderem um die Bodensee-Gemeinde Steinach, die letztes Jahr Ja gesagt hat zum Bau eines Glasfasernetz. Und das ist der Bericht von Patrick Kies. Der Kabelfabrikant Dettwiler gehört im Bereich der Glasfasern zu den europäischen Pionieren. Die Fasern selber werden in den USA hergestellt, in die Schweiz importiert und dann hier zu Kabel verarbeitet. Das Know-how macht die Qualität des Endprodukts aus. Was man beachten muss, ist, dass Glasfaser selber eigentlich nicht Qualität ausmacht. Das braucht neben guter Glasfaser braucht ein gutes Kabel drum. Und erst das Endprodukt, also wenn die Glasfaser richtig verpackt worden ist, dann kann man sagen, hat es eine gute Übertragungsleistung oder keine gute Übertragungsleistung. Der Vorteil der Glasfasern ist die praktisch verlustfreie Datenübermittlung über lange Distanzen. Das geht aber nur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Man kann auch sagen, dass es sehr einfach ist, einmal 100 Meter gutes Kabel zu produzieren. Die grosse Schwierigkeit ist, hunderte von Kilometern kontinuierlich hohe Qualität zu liefern. Und das zeichnet uns auch im Speziellen aus. Die Verarbeitung der rohen Glasfasern zum gebündelten Datenkabel ist ein aufwendiger Prozess. Jeder einzelne Arbeitsschritt wird mit absoluter Präzision durchgeführt. Wir bekommen die Rohfasern abgeliefert von unseren Lieferanten. Und dort tun wir die Rohfasern einfärben, nach einem vorgegebenen Farbcode. Der Farbcode dient dazu, damit die einzelnen Fasern innerhalb des Bündels nachher auseinanderhalten kann, sodass ich auf beiden Seiten vom Kabel weiss, welches ist Faser Nummer 1, respektive Faser Nummer 2 und so weiter. Nach dem Prozess werden die einzelnen Fasern in sogenannte Bündeladern miteinander verbunden. Dort haben wir Möglichkeiten, zwischen 2 und 24 Fasern im gleichen Bündel miteinander zu verbinden und so nachher bereit machen für den nächsten Arbeitsschritt, wo wir auf der Verseilanlage können bis zu 24 Bündel miteinander verseilen und so das grösstmögliche Kabel von 576 Fasern herzustellen. Ganz zum Schluss werden die Bündel, respektive die verseilte Adern, noch gemantelt und dann gibt es je nachdem einen Nagetierschutz aus Glasgarn oder Kevlarmaterial für das fertige Kabel. Ganz am Ende überprüfen wir das ganze Kabel, überprüfen, ob sämtliche Anforderungen erfüllt sind. Das heisst, wir untersuchen jede Faser zu 100% auf Dämpfung hin. Also die Qualität wird schon während dem Produktionsprozess ständig überprüft. Also jeden Arbeitsschritt wird überprüft. Da gibt es sogenannte Inline-Measurements. Also während der Produktion wird gemessen, ob zum Beispiel irgendein Rohr zentrisch ist oder ob irgendwelche Durchschläge passieren, elektrische, oder ob die Dämpfungswerte richtig sind. Und auch am Schluss gibt es einen Endtest. Also jede Kabelrolle mit dem Kabel drauf wird gemessen auf verschiedene Parameter, auf verschiedene Wellenlängen, ob das so sich verhält, wie die Spezifikation es erfordert. Die Firma Dettwiler setzt bewusst auf den Produktionsstandort Schweiz. Nur so können die höheren Qualitätsansprüche auch umgesetzt werden. Das macht uns Schweizer aus, oder? Dass wir eben ein bisschen qualitativ besser arbeiten, dass wir sehr konzentriert arbeiten, dass wir auch eine gewisse Methodik haben im Vorgehen und dass halt die Qualität grundsätzlich bei uns ein bisschen im Vordergrund steht. Wir müssen auch in der Schweiz Produkte produzieren, die im Hightech-Bereich anzusiedeln sind. Nur wenn wir in der Schweiz produzieren, können wir auch langfristig innovativ sein. Morgen gibt es einen weiteren Beitrag aus unserer Reihe 60 Minuten vernetzt rund um die Glasfaser. Mit Lichtgeschwindigkeit surfen wir jetzt auch zu den wichtigsten Informationen vom Tag im Kompakt. Claudia Eckenberger hat Nachrichten in Kurzform für Sie parat. Bis nachher.